Vor einem Bildschirm. Herzlich willkommen zu einem kleinen Videoblog-Update hier von mir, live von der Front. Und zwar bin ich gerade in den letzten Vorbereitungen für die Leipziger Buchmesse, die eben von morgen, dem 12. März bis 15. März, also vom Donnerstag bis Sonntag in Leipzig, in der Leipziger Messe stattfindet, in der neuen Leipziger Messe. Und auch Innovative Fiction wird als Aussteller dabei sein, weil das immer eines unserer großen Highlights im Jahr ist. Das heißt, wer immer schon mal mich in Persona treffen wollte oder auch mal unsere Hörspiel-CDs sehen möchte, die wir dann auch ausstellen, der kommt sehr gerne am Stand vorbei. Wir sind diesmal auf zwei Ständen vertreten, nämlich zum einen im Rahmen der Audiamo Hörspiel Arena, dem Hauptstand in der Hörbuchhalle, das ist Halle 3, Stand B501. Halle 3, B501. Und zum anderen, und da werde ich wohl die hauptsächliche Zeit sein, gibt es jetzt einen Zweitstand im Fantasy-Bereich. Und zwar ist er in Halle 2, Stand H316. Also Halle 3, H16. Genau. Und damit sich das für euch auch lohnt, weil nur mit mir sprechen, ja, ist jetzt vielleicht nicht so das Highlight für viele. Es gibt, weil Narbenhaut so wahnsinnig gut auf YouTube bei euch angekommen ist, gibt es eine Neuauflage unseres Narbenhaut-Comics. Das heißt, ihr könnt euch auf der Messe hier so einen Comic-Flyer mitnehmen und da könnt ihr die ersten 10 Minuten der Geschichte also auch nochmal als Comic mit nach Hause nehmen. Sehr schön illustriert von unserem Colin. Und definitiv was Schönes zu mitnehmen. Und vorne drauf, für alle, die uns noch nicht kennen, gibt es einen QR-Code zu dem Narbenhaut-Hörspiel-Video, was übrigens schon 156.000 Abrufe auf YouTube hat. Wie fucking crazy ist das? Ich sage nur super. Dementsprechend würden wir uns riesig freuen und vor allem ich würde mich riesig freuen, weil ich ja derjenige bin, der euch immer die Ohren voll heult, wenn ich den einen oder anderen von euch vielleicht bei uns am Stand treffen würde, und zwar entweder an dem einen oder an dem anderen Stand. Wie gesagt, ich werde hauptsächlich in der Fantasy-Halle 2 dann sein mit eben unser Narbenhaut-Comic-Flyern und wir haben uns auch so einen kleinen Bildschirm besorgt, worüber ihr dann eben unsere Videos, unsere Comic-Videos und so weiter auch mit auf der Leipziger Buchmesse angucken könnt und in unsere Hörspiele reinhören könnt, solche Sachen. Machen wir alles, tun wir alles, kriegen wir alles, also kommt vorbei. Und wer Interesse an unseren Hörspielen hat, mit ein bisschen Glück, da ist alles sehr spontan dieses Jahr, könnt ihr auch X-Men Zero und Der Fluch 1 vor Ort von uns kaufen, wenn ihr uns mit einem CD-Kauf unterstützen wollt. Wenn nicht, hört ihr euch das Zeug weiter auf YouTube an. Ist auch gut. Und teilt es fleißig mit euren Freunden. In dem Sinne, wie gesagt, wird mich riesig freuen, dass wenn ich da nicht alleine am Stand stehe und Narbenhaut, Comic Flyer, tolle Geschichte. Nehmt es euch mit und keep on listening. Wir sehen uns vielleicht in Leipzig und ansonsten hier wieder auf YouTube. Und dann das nächste Video, großes Indiana Jones Ehrenwort, vielleicht schaffe ich das sogar nachher noch, ist die Beantwortung unseres 2000 Abonnenten-Fragen-Videos. Ha! Kommen momentan ein bisschen nicht hinterher zwischen Hörspiel produzieren, Hörspiel Premiere feiern, die war auch super toll und natürlich hier Leipziger Buchmesse vorbereiten, damit wir ein paar Leute von euch vielleicht vor Ort sehen können. Würde mich riesig freuen. Keep on listening, macht's gut. Euer Falk.